So Leute, da sind wir auch schon wieder mittendrin im Dirt 5 Karrieremodus. Schön, dass ihr wieder mit am Stizzle seid. Haude natürlich an alle Abonnenten. Schön, dass ihr auch wieder da seid. Und wie ihr seht, sind wir in Norwegen unterwegs heute. Mit unserem Aston Martin in einer anderen Lackierung. Aber sollte ja keine Rolle spielen. Okay, los geht's. Die Strecke kennen wir auf jeden Fall schon. Kann er uns mal in Ruhe lassen hier? Ah ja, Taste davon. Der ist jetzt, glaube ich, schön, so wie wir gegen die Häuser, gegen die Mauer da geknallt. Wow, Alter, hier siehst du aber nicht mehr viel. Aber es geht schon noch. Irgendwie innen vorbei, genau. Das war mein Ziel gewesen. Ja, scheiße, hier kommen wir nicht mehr ran. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass die beiden uns da vorne nicht wegfahren. Vor allen Dingen der ganz vorne da, der Davies. Mann, hör doch mal auf zu bremsen. Mal ein bisschen mehr Gas geben, habe ich das Gefühl. Was wir auch gerade machen, aber trotzdem kommen wir vorne nicht ran. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Das ist ja erst die zweite Runde. Jetzt schnappen wir uns erstmal ihn hier. Hier diese S-Kurven, auf jeden Fall fies. Aber okay, wir halten erstmal einen zweiten Platz. Hinter uns ist wieder der gute Lindström. Der ist anscheinend immer dabei, wenn wir in Norwegen fahren. Und es wird dunkel. Super. Lindström geht vorbei. Mann, warum beschleunigt er denn immer schneller? Was, Alter? Der ist aber auch ekelhaft, ey. Man sieht hier nicht mehr viel, ne? Ist euch klar. Hier teilweise mutmaßen, wo es lang geht. Wo, Alter, ich sehe gar nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr gesehen, ey. Alles nur noch weiß. Ist das scheiße. Ja, und natürlich in der letzten Runde, ist klar. Schneeflocken. Oh, auch hier hast du wieder nicht viel gesehen.
Jetzt kann man sich wenigstens noch an den anderen Autos orientieren, aber... Naja, ach da, gut, der Unfall war es halt, ne? Ein Unfall in der Karriere hier bei Dirt 5. Naja, gut. Schade, lief eigentlich ganz gut bis zu dem Unfall. Ja, aber da habe ich wirklich gar nichts mehr gesehen. Also, nur noch weiß. Naja, gut, egal. Dann wiederholen wir das Rennen vielleicht an späterer Stelle nochmal. Dann haben wir jetzt halt nur eine goldene Münze da geholt. Also hier kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Das ist schon mal gut zu wissen. In Nepal, New York, Griechenland oder China? Land Rush. Ich würde sagen, wir probieren es mal mit Land Rush. Mit dem Aston Martin DBX. Ja, das können wir machen. Fahren wir mit dem wieder. Ich habe übrigens mal den Sponsor gewechselt. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr Codemasters, sondern Michelin. Oder Michelin, wie der Franzose sagen würde. Da kriegen wir immerhin 1000 Dirt-Dollars mehr pro Rennen. Also, sollte sich auf jeden Fall lohnen, der Wechsel. Erste Rennen lief jetzt natürlich nicht so optimal mit dem neuen Sponsor. Haben wir erstmal keinen guten Eindruck hinterlassen. Aber okay, wir haben ja noch ein paar Chancen. Das schon mal ganz gut aus. So, schon mal schön schnell auf Platz 1 vorgedrängelt. Fuck. Der Goodyear Zeppelin. Schöne Schleichwerbung gemacht. Aber es sieht doch ganz gut aus für uns im Moment. Hier brauchst du auch fast gar nicht bremsen in der Kurve da. Hier reicht es auch, wenn man nur ein bisschen auf die Bremse tritt. Wieder mit dem Aston Martin hier. Relativ einfach. Hatten wir letztens schon das Rennen mit dem Aston Martin, wo wir auch klar und deutlich gewonnen haben. Komischerweise, irgendwie nur mit dem Auto.
Fährt sich aber auch gut, muss man sagen. Slidet hier schön elegant durch die Kurven. Muckt nicht. Oh, scheiße. Fast schon eingeschlafen, so langweilig ist das Rennen. Kurzer Sekundenschlaf gewesen, aber wir sind wieder aufgewacht. Wolken oben sehen übrigens nicht so schön aus. Ist mir gerade mal aufgefallen. Die ganze Umgebung sieht cool aus. Deswegen fahre ich auch gerade so ein bisschen scheiße, weil ich mir die Wolken oben angucke. Naja, haben wir schon mal besser gesehen, war in anderen Videospielen. Bisschen meckern muss ja mal sein, aber nichtsdestotrotz sieht der Dirt 5 trotzdem hübsch aus. Wir zocken übrigens auf der PS4 Slim. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Kann natürlich sein, dass ich dann schon umgestiegen bin auf die PS5 Version. Mal gucken. Steht im Moment noch in den Sternen. Da sehen die Wolken dann vielleicht auch schöner aus. Mal gucken. So, sehr cremig. Da haben wir jetzt schon mal wieder einen ersten Platz geholt. Ein Rennen können wir da machen, würde ich sagen. Denn ist erstmal finito für heute. Was haben wir denn noch im Stizzle hier? New York? Griechenland oder China? Wir gehen mal nach Griechenland. Eine Classic Rally. Ach ja, da haben wir noch unseren schönen Porsche. Da würde ich aber kurz nochmal die Lackierung ändern. Ich hatte doch eine, da hatte ich doch schon eine ausgewählt für den Porsche, Alter. Mich verarschen? Für den Porsche hatte ich doch schon eine gemacht gehabt. Speichert der die nicht, oder was? Nee, ich will doch gar nicht. Ja, dann speicher doch. Oh, komm schon, Mann, ey, diese scheiß Ladezeiten nur mal zwischen den Rang 10. Oh. Ach, guck mal, hier kriegen wir bei Rang 10 von Michelin ein Auto geschenkt. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann werden wir uns mal bemühen, dass wir unseren Ruf steigern. Und dann fahren wir jetzt erstmal mit dem... Ja, jetzt hat er den roten Lack. Ach komm, fahren wir jetzt mit dem. Geil. Erstmal strecken und recken, ey. Kalabakatown in Griechenland. Ich glaube, es das wirklich gibt. Kalabakatown. Stimmt. So, auf die Plätze, fertig und los! Oh, ich starte mal von ganz vorne, auch selten. Oh.
hat uns anscheinend auch nicht gut getan, haben gleich ein paar Plätze verloren. Aber egal, wir sind ja gut genug, das machen wir schnell wieder wett hier. Wo geht's denn hier lang, Alter? Das ist aber auch eine undurchsichtige. Glücklicherweise eine Strecke. Das heißt, diese scheiß Kurven kommen nicht nochmal. Manchmal wäre so ein Ansager gar nicht schlecht. Wie bei Dirt Rally. Dass man wenigstens ein bisschen weiß, wo es lang geht. Man guckt natürlich immer mit einem schnellen Blick auf die Minimap unten, aber kann halt auch mal nach hinten losgehen. Oh, hier kommt eine Gabelung. Ja, hier rein. Sauber durchgeflitzt. Vorne scharf links, ja? Okay. Mann, Alter, der lässt auch nicht locker da hinter uns, ey. Was ist das denn hier? Eine komische Abdeckplan hier in der Kurve. Warum auch immer die da hängt. Hat mich kurzzeitig ein bisschen irritiert gerade. So, hier geht's schön bergab. Gut genommen, die Probe habe ich eigentlich anders eingeschätzt erst. Glück gehabt. Aber der kleine Porsche fährt sich ganz gut. Hier ist wieder eine Gabelung, oder? Ja. Ja, okay. Schöne S-Kurven, schön fies. Oder Haarnadelkurven nennt man die Leute auch, ne? Haarnadel, ich bin jetzt kein Rennfahrexperte, aber ich glaube, man nennt die auch so. Ja, bin gerade ein bisschen unschlüssig, wo es hier lang geht, so richtig. Prozent haben wir. Nee, komm, Alter. Hör mal auf jetzt. 93. Das sieht gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. Komm, komm. Zieh doch mal an hier bergauf, ey. Mach keinen Scheiß. Jawohl. Sehr schön, aber enges Rennen hier mit Pierre Banard. Und Brad Markowski. Aber haben wir ja gewonnen. Alles gut. So Leute, das war's denn für heute. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Mit am Stizzle. Und lasst doch gerne ein Like da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Oder ein Abo. Ansonsten eben nicht. Ne? Das kann euch ja keiner zwingen. Also, macht's gut. Bis dann.